Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und hier habe ich heute eine Preview für euch vorbereitet. Und zwar will ich euch den neuen Premium Tier 8 Kreuzer Mikhail Kutuzov zeigen. Dabei handelt es sich um einen russischen Kreuzer. Und wie ihr seht, ist der Aufbau wie folgt. Vorne seht ihr zwei Turmbatterien A3 Kanonen und hinten exakt dasselbe auch nochmal zwei Turmbatterien A3 Kanonen. Ein optisch sehr schönes Schiff, wie ihr seht. Die Module sind bei diesem Premium wie folgt. Wir haben die 152mm Kanonen, die alle 6,7 Schuss in der Minute schießen. Der 180-Grad-Dreh der Kanonen braucht 33,3 Sekunden, HE-Schaden 2200 und der AP-Schaden liegt bei 3300. Die Hitpoints sind 40.700 mit einer Panzerung von 15 bis 100 mm. Die Torpedos, ganz wichtig natürlich, 0,5 Torpedos in der Minute, also 2 Minuten Nachladezeit, dann 60 Knoten schnell und 8 Kilometer Reichweite. Die Feuerreichweite ist aktuell bei 15,9 Kilometer. Ich sag aktuell, weil natürlich manche Parameter vom Testserver zum Live-Server immer noch gerne angepasst werden. Und 121.000 PS sorgt für 33 Knoten Endgeschwindigkeit. Ja, die Hitpoints haben wir schon gesehen, 40.700. Die Artillerie eben 4x die 3 152mm Geschosse und dann als sekundäre 6x 200mm. Also im Nahkampf sollte man hier auch noch ein bisschen seinen Spaß haben. Die Torpedos 2x5, also auf jeder Seite eine solche Batterie mit dann 5 Torpedos, mittig angesetzt im Bauch, und die Anti-Air 144 Schaden, 3,5 Kilometer Reichweite mit den 16,37mm Geschützen. Und die 100mm, das sind eben die sekundären, die haben 90 Schaden pro Sekunde bei 5 Kilometer. Die Manövrierbarkeit seht ihr hier, 33 Knoten, der Wendekreis sind 760 Meter und die Ruderstellzeit 6,5. Und dann noch die Sichtbarkeit überhalb der Wasserlinie 14,5 Kilometer und aus der Luft dann bei 9,3. Ja, also ein sehr schönes Schiff, wie wir sehen. Hier nochmal in der ganzen Pracht. Also da sollte man dann durchaus was mit anfangen können. Und dementsprechend stelle ich jetzt hier auf Random Battle um und wir springen ins Gefecht und schauen, was die Mikhail Kutuzov so Gutes kann. Und da haben wir natürlich gleich das schlimmstmögliche Matchmaking gefunden, aber beim Testserver klar, da wollen jeder die Zehner spielen und dementsprechend sind wir hier als fast Einzige mit dem Achter, es gibt ja auch noch drei andere, in ein Zehnergefecht gekommen. Also nicht mal Neuner, sondern die Tier 9 ist gleich direkt übergangen worden. Wir haben hier noch die Fletcher Tier 9 und ansonsten Achter, Zehner. Naja, hoffentlich kann man aber trotzdem ein bisschen was von diesem Schiff präsentieren. Aber gerade mit Kreuzern fühle ich mich ja sehr wohl, das ist kein Geheimnis. Also, wenn nicht mit der Klasse, dann weiß ich es auch nicht. Wir sehen uns hier den nochmal im Detail an, fliegen hier in diesen letzten 3 Sekunden nochmal vorbei und spielen aber jetzt los. Laden um und ihr seht, knapp sogar über 2 Minuten Nachladezeit, also die Torpedos, die sollten weise eingesetzt werden. Dann haben wir auch untypisch für einen Kreuzer eine Smoke-Ladung dabei, einen Smoke-Generator und natürlich ansonsten Defensivfeuer. Ja, aber wie gesagt, gerade der Smoke-Generator, der ist ungewöhnlicher. Also auch eine Iwaki Alpha oder so hat einen Smoke-Generator, aber ist nicht typisch für einen Kreuzer. Genauso wie ja manche dann sich auch heilen können oder den Heilskill haben. Auch das ist ja nicht typisch für die Klasse. Und macht den Premium hier natürlich wieder ein bisschen spannender auch. Das muss man ganz klar sagen. Da ist eine andere. Sie schaut auch auf uns, wie man sieht.
Bin gespannt, wo der Gegner aufgeht. Reichweite eben, wie wir hier sehen, 15,8 Kilometer mit den Geschützen. Und die Torpedos hier, wie wir sehen, über die ganze Seite verteilbar. So, da war jetzt ganz kurz der Sound weg. Nur schnell was geschlossen, nicht wundern. So, wo ist denn mein Team samt Nachschub? Ja. Da ist die andere Mikhail Kutuzov. In 18 Kilometer Entfernung. Da kommen wir definitiv nicht drauf. Alles sehr weit weg für uns. Bis auf die Tashkent. Die wäre theoretisch schon erreichbar. Aber so ein Zerstörer ist natürlich nicht mal so mir, nichts hier, nichts aus der Welt geschossen. So, ich sehe gerade, die Musik sollte... Kann man mal ein bisschen runterdrehen. Ich glaube, so wichtig ist die jetzt nicht in der Lautstärke. So, wo ist denn jetzt die Tashkent? Wir setzen mal zumindest unsere Möglichkeit der Anti-Air ein. Haben schon da den ersten runtergeholt. Was man ja nie vergessen darf, es sind ja Tier 10 Flugzeuge, also von dem her ist das schon nochmal eine Nummer, die nicht so ganz leicht ist. Und da können wir hier auf jeden Fall mal bisher unser Team und unseren Flugzeugträger unterstützen. Da ist die Tashkent. Eigentlich mit AFP zu beschießen. Aber hat er natürlich gerade noch nichts am Start, deswegen jetzt drehen wir mal bei. Und ja, zerstört. First Blood. Und jetzt wird beigedreht, weil es ist nur noch die Frage der Zeit. Und jetzt machen wir auch gleich mal unseren Rauchgenerator an. Und da sind sie auch schon, die Torpedos. Die zu erwarten waren natürlich. Aber hier in dem Fall nicht mit uns. So, unser Rauch ist damit genutzt und weg. Unser Flugzeugträger ist leider zerstört worden. Aber trotzdem haben wir 8 Flugzeuge runtergeholt. Das ist schon aller Ehren wert, würde ich mal sagen. So. Mikhail Kutuzov haut hier ab. Aber da konnte man nochmal 2 setzen. Und die hauen jetzt hier hinterhalb des Berges ab. Und gerade noch mit der Montana dann im Hintergrund. Das ist natürlich schon Feuerkraft, was die Jungs da haben. Dann hier Yamato, okay, da kommt auch nochmal Feuerkraft. Ohne Frage. Die cappen jetzt auch schön natürlich durch, ist klar. Aber wenigstens haben wir noch eine Person mehr bei uns im Team vorhanden. Den Gegner fehlt allerdings schon einer mehr, also von dem her... Auf der anderen Seite haben die aber dafür die Unterstützung noch des Flugzeugträgers. Den wir jetzt so nicht mehr haben, leider. Also Vor- und Nachteile in beiden Varianten.
So, da bin ich auf aus der Luft. Torpedobomber kommen da in meine Richtung. Da muss man natürlich ein bisschen drauf aufpassen. So, die Mega Kutuzov, die scheint gleich hier zerstört zu werden. Aber dann kommt die Montana daher. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine Nummer, die ganz andere, ein ganz anderes Kaliber hat. Und von hinten kriegt es auch die Schüsse. Wir schießen jetzt da mal auf die Montana natürlich. Wir konnten sie auch gleich anzünden, das ist wichtig. Sie spielt sich sehr angenehm, muss ich sagen. Ah, okay, das war klar, dass da irgendwann das Ende der Karte, beziehungsweise in dem Fall eine gewisse Begrenzung sich mir hier in den Weg stellt. Oh, aber die Montana hat hier echt kein schönes Leben. Also da bekommt sie aber hier von allen auf den Sack. Und da konnte man nochmal treffen. Die nächsten Schüsse fliegen auch schon wieder rüber. Und komm, schon trifft, macht sie weg. Nein, nicht mein Kill. Aber ganz knapp daran vorbei, dass es mein Kill gewesen ist. Und jetzt fahren wir mal Richtung Punkt C. Ja, da ist auch noch was zu tun. Sie ist so ein bisschen, ja, also für den Kreuzer schon wendiger erlebt, sag ich mal. Aber sie fühlt sich trotzdem sehr, sehr rund an. Also da muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und man sieht ja auch, die Geschwindigkeit kommt schnell auf Fahrt. Gerade hier, wenn man sie auslaufen lässt, ohne dass man den Kurs korrigiert, da treibt sie echt die Maschine ordentlich in die Höhe von der Geschwindigkeit. Aber die Des Moines leider noch zu weit weg. Ist nur die Frage, wo sind die Yamatos? Da hinten sind sie. Alle drei Stück unterhalb von C. Sind wir in Feuerreichweite. Sie dreht sich hier ein bisschen. Deswegen jetzt einfach mal feuern und schauen, was passiert. Ja, und da ist die auch weg. Ja, und jetzt kommen dann die Yamatos noch zum Tragen. Und die Yamatos sind natürlich wirklich die absoluten Dickschiffe hier im Game. Sogar hier ja noch auf die Hindenburg schießen. Jetzt haben wir auch keine Sicht, weil wir haben die Fletcher, aber die Fletcher ist keine Ahnung wo. Deswegen wäre es schön, wenn die Fletcher scouten würde. Und da hinten, oh, die sind halt auch noch rappelvoll. Also mein Plan wäre jetzt, möglichst weit außen entlang zu fahren, dass sie erstmal mich nicht sehen und dass ich dann auf die draufstoße. Das heißt, ich orientiere mich dahin, wo hier Richtung diesen Eisberg. Aber die Fletcher scheint auch nicht zu scouten, sondern die Fletcher will wohl hier sich und dem gegnerischen Flugzeugträger annehmen.
So, und wie gesagt, da ist die eine Yamato, da ist die andere Yamato. Sage ich hier, auf die würde ich gerne Hilfe haben. Aber weil, da fahrt jetzt nämlich gar keiner mehr drauf auf die. Und wir haben auch nicht mehr so viele Tickets. Also es sind nur noch 250. Also von dem her, wisst's was? Wir fahren da jetzt drauf. Sind ja nicht zum Spaß da. Und vielleicht kann ich ja so eine Yamato auch mal ein bisschen ärgern. Kilometer haben wir vorher gesehen. Da gehe ich dann auf. Deswegen, ich drehe jetzt noch ab. Vielleicht sind da zwei. Dass ich hier zumindest nicht ganz so extrem drauf fahre. Aber ich gehe jetzt gleich auf. Ich hoffe, dass er jetzt noch ein bisschen nach rechts abdreht, genauso. Es ist natürlich schon alles sehr, sehr spannend, dass auch beide fast noch, also zusammengenommen, 200.000 HP haben. Das ist natürlich auch ein absolutes Pfund. Aber knapp außerhalb der Sichtweite, also, aber es ist wirklich unglaublich eng gewesen. Da kommt meine Yamato und dementsprechend kann ich jetzt gleich loslegen. Und zwar jetzt. Wir gehen wieder in den Kampf. Legen los. Und versuchen hier die Yamato mal ein bisschen zu ärgern. Wir sehen auch die HE-Kniften, die machten schon Schaden. Gott sei Dank, keine orientiert sich jetzt gerade auf mich. Nach wie vor so, dass sie sich für mich als Gegner nicht wirklich interessieren. Denken sie sich halt auch, was will denn der Achter da überhaupt im Gefecht? Oh, die hat jetzt guten Hit bekommen. So, dadurch, dass der jetzt sich in unsere Richtung bewegt, lasse ich da jetzt einfach mal ein paar Torpedos los. Und die Tickets laufen schon ordentlich runter. Das heißt, es ist gleich erledigt, das Game. Und da muss ich sagen, habe ich mich für ein Tier 10 Gefecht aber wirklich wacker geschlagen. Einen Kill sogar gemacht und Schaden anbringen können. Jetzt sogar nochmal hier die Yamato zum Brennen gebracht. Da würden jetzt die Torpedos kommen. Aber nee, die gingen am Ziel vorbei und sind sogar vorher ausgelaufen. Und die Runde ist beendet. Wir schauen nochmal, was wir bekommen. 267.000 Credits, 3.970 XP, 199 freie, 125 Target-Hits. Und spannender Fakt für mich war schon auf jeden Fall die gegnerischen Flugzeuge. 1.323 Basis-XP. Und in dem Fall, was waren es denn? Naja, ein bisschen unter 40.000 Schaden. Was ich aber gar nicht so wichtig finde, sondern einfach die Zahlen und Daten. Und wie gesagt, für den Schaden, die Credits, ist eine sehr gute Ausbeute derzeit. Also für mich hat das Schiff sehr viel Potenzial. Würde mich mal interessieren, wie ist eure Meinung dazu? Deswegen lasst mir einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.